Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren lange überfälligen News-Folge hier auf meinem Kanal. Mittlerweile haben sich doch so einige Themen angesammelt. Es hat sich auch sehr viel verändert, wenn ich das mal so rückblickend betrachte, im Vergleich zu den letzten News, die ich hier veröffentlicht habe. Insofern, wie gesagt, lange überfällig und wir werden uns dann mal so einigen Themen hier widmen. Und zunächst allerdings muss ich ein riesiges, großes, mega Dankeschön loswerden. Und zwar für sagenhafte 200 Abonnenten, die ich jetzt doch dann innerhalb relativ kurzer Zeit auf meinem Kanal begrüßen durfte. Das ist wirklich eine Riesensache. Und vor allen Dingen war es echt lustig. Ich habe mir so ein paar Notizen für diese News natürlich gemacht und angefangen zu notieren. Und da war der Stand bei 197 Abonnenten. Und als ich den Zettel fertig geschrieben hatte, ist dann auch die magische Grenze von 200 überschritten worden. Das finde ich echt krass, wie momentan der Zuwachs an Abonnenten ist. Das sind so zwischen 6 bis 10 am Tag. Und gerade für einen Kanal in meiner Größe echter Hammer. Also super, klasse, wahnsinnig motivierend. Vielen, vielen Dank für euren Zuspruch. Vielen Dank auch für die zahlreichen Kommentare, die jetzt natürlich dann auch immer häufiger unter den Videos kommen. Das ist einfach enorm. Also ich finde das... Das macht das Spielen dann gleich nochmal viel spaßiger, wenn man weiß, dass dann auch wieder Rückmeldungen kommen, wenn man weiß, dass eben die Videos auch wirklich relativ häufig angesehen werden. Auch die Aufrufzahlen sind für die Kanalgröße von mir sehr gut, würde ich behaupten wollen. Also es macht mir gerade richtig Spaß. Ich bin sehr motiviert und es freut mich, dass es euch gefällt. Danke nochmal und ich hoffe, ihr bleibt dem Kanal auch weiterhin treu. Und wenn es mal irgendwas zu meckern gibt, haut's in die Tasten, genauso wie natürlich auch Lob gerne gesehen ist. Mag ich es aber auch gerne natürlich, wenn mal Kritik geäußert wird. Ist auch jetzt hier quasi die Gelegenheit, natürlich auch mal Kritik zu äußern. Das ist ja nicht verboten und im Gegenteil, es hilft mir dann auch den Kanal zu verbessern. Wenn es da also irgendwas gibt, was euch vielleicht gestört hat, dann haut es doch ruhig unten in die Kommentare rein. Es würde mich sehr freuen. Vielen Dank schon mal dafür. Und ebenfalls eine Möglichkeit, natürlich auch mal Kritik positiv wie negativ zu äußern oder mit mir in Kontakt zu treten, ist über Facebook und über Twitter. Da ist noch relativ wenig los im Vergleich zum Kanal hier. Ist auch relativ verständlich, denke ich, da hier ja im Grunde genommen auch schon alles an Informationen geboten wird von mir. Aber ich habe schon vor, auf Facebook dann auch hier und da mal Umfragen zu starten, vielleicht auch welche Games ich dann in Zukunft machen soll oder wie ich bei einem bestimmten Game weitermachen soll, welchen Weg ihr gerne sehen würdet, wie ich ein Let's Play eventuell anpassen, abändern kann. Also da versuche ich dann schon auch, wenn denn da bei Facebook oder bei Twitter mehr los ist, mit euch dann stärker noch in Kontakt treten zu können, so dass wir dann die Spiele noch mehr zusammen erleben können. Das wäre schon so ein kleiner Wunsch noch von mir, dass wir einfach noch eine stärkere Bindung innerhalb der Community dadurch erreichen und ich individuell auch ein bisschen auf diese Vorschläge dann im Game selbst eingehen kann. Produziert wird natürlich auch bei mir wie bei allen anderen Let's Playern oder bei den meisten anderen Let's Playern ein bisschen im Voraus. Ich kann also dann immer erst so 2, 3, vielleicht 4 Folgen später auf dann das Geschriebene von euch reagieren. Das trifft auf die Kommentare hier genauso zu wie auf eventuelle Facebook- oder Twitter-Postings. Aber ich kann wenigstens drauf eingehen und das ist ja das Schöne eben an YouTube, dass man eben hier miteinander kommunizieren kann, dass man sich gegenseitig Tipps, Vorschläge posten kann und dann hier dieses Spielerlebnis mehr oder weniger ja dann auch gemeinsam erlebt und das nicht nur so ein Let's Play von mir oder einigen Kollegen ist. Ja, und damit sind wir dann eigentlich auch schon bei den Let's Plays selbst, wo ich auch gerade die Kollegen erwähnt habe. Da ist natürlich der Matze hervorzuheben, an ihm auch vielen Dank an dieser Stelle. Er hat auch maßgeblichen Anteil natürlich dafür, dass ich jetzt 200 Abonnenten erreicht habe. Er hat viele Let's Plays mit mir zusammen gemacht, so auch jetzt Arc Age. Und mit zu Arc Age gestoßen ist mittlerweile auch noch eine dritte Person. Der Sebastian oder kurz Sunny hat sich entschieden, mit uns zusammen zu zocken. Am Wochenende jetzt erscheint die erste Arc Age Folge zusammen mit ihm und wir werden auch noch eine vierte Person hinzubekommen, so dass wir dann Arc Age tatsächlich als Let's Play Together präsentieren können. Und das scheint mir... Naja, ich habe jetzt schon mal ein bisschen geguckt, aber ich glaube, so als Together gibt es dieses Spiel recht selten. Und insofern finde, das ist ein MMO, da muss man dann auch die Gruppe gründen und das Spiel zusammen erkunden und nicht nur solo unterwegs sein, auch wenn das durchaus seinen Reiz hatte. Aber so richtig entfalten tut sich so ein MMO natürlich erst, wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist
und die Welt dann gemeinsam erkundet. Wobei Welterkundung bei diesem Let's Play für mich ganz vorne steht. Das ist jetzt also kein actiongeladenes PvP, Super Battle, sonst was Let's Play, sondern ich möchte dort ein bisschen die Atmosphäre rüberbringen. Ich hoffe, das gelingt mir, die Arc-Age eben vermittelt und die Welt zeigen, umherreisen. Natürlich würde es auch Kämpfe geben, natürlich würde es auch PvP geben, da kommt man gar nicht drum herum. Aber ich möchte da nicht den super Fokus drauf legen, sondern einfach alle Facetten, die Arc-Age so hat, auch ein bisschen beleuchten. Und das eben dann zusammen ja, präsentieren in der Gruppe. Und wir werden dort dann schauen, welchen Weg wir ja, beschreiten werden. Es ist ja möglich, dort Pirat zu werden. Das hatte ich im Let's Play auch bereits angesprochen. Ich glaube, das wird auch der Weg werden, den wir dort dann wählen. Allerdings ist der mit sehr, sehr harten Einschränkungen verbunden. Wir können dann nicht mehr mit den NPCs auf der Hauptinsel bzw. auf den Hauptkontinenten vielmehr sprechen, sondern sind dann ja vogelfrei. Wir sind zum Abschuss freigegeben und werden immer und überall das Problem haben, dass man uns angreifen kann. Also sollten wir vielleicht vorher noch ein bisschen leveln, ein bisschen stärker werden, das Spiel auch besser verstehen und dann denke ich diesen Weg als Freibeute auf den Meeren suchen. Es ist auf jeden Fall eine spannende Art und Weise, dieses Spiel zu erleben. Ob es für ein Let's Play super geeignet ist, muss ich zeigen. Aber man kann den Weg ja auch nochmal wieder umkehren, wenn auch sehr mühsam. Aber es geht natürlich auch wieder zurück in in das ehrenhafte Leben sozusagen. Also da könnt ihr gespannt sein. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß am Let's Play von Arc-Age. Das andere, schon sehr lange laufende Let's Play ist natürlich Path of Exile. Sehr lange, insofern als dass wir vorher noch ein Blind Let's Play zu diesem Spiel laufen haben und relativ kurz läuft erst das Let's Play zu Beyond League, zur Hardcore Liga, wo man nur mit einem Leben ausgestattet ist und sich dann dort durch die Monsterhorden schnitzeln muss, ohne zu sterben. Ansonsten wird der Charakter in die Standard League zurückgesetzt. Und das ist ein extrem spaßiges Spiel, ein extrem aufwendiges allerdings auch, wo man sich da sehr, sehr, sehr stark in die Charakterklassen einarbeiten, um da ein bisschen besser dann auch zu sein und nicht zu sterben eben. Und dazu kommt noch, dass die Beyond League am 20. November endet und dann werden die Charaktere zur normalen Hardcore-Liga zurückgesetzt. Man hat dann nicht mehr diese Eigenheiten der Beyond League, wie beispielsweise eben die öffnenden Portale. Das wäre schade, wenn wir darauf verzichten müssen. Insofern versuche ich da jetzt mit Matze zusammen richtig Gas zu geben. Wir werden also sehr stark im Voraus produzieren müssen, um eben dann reichlich Folgen zu haben, die wir veröffentlichen können. Wir versuchen das täglich jetzt zu machen, wobei eben die große Frage ist, ob uns das gelingt. Es kann also hier und da mal auch einen Tag dann eine Folge ausfallen, aber wir versuchen so gut es irgendwie möglich ist, täglich diese Folgen zu machen. Das ist natürlich, wenn man noch einen Job nebenbei hat und dergleichen, echt schwierig umzusetzen. Wir finden dann immer Termine, denke ich mal so ein, zweimal in der Woche, wo wir ordentlich aufnehmen, tüchtig im Voraus produzieren. Hat den Vorteil, dass wir dann eben täglich Folgen haben, dass wir eventuell bis zum Ende der Beyond League dann auch viel gesehen haben, vielleicht dann auch schon gestorben sind, wer weiß. Aber hat den Nachteil, dass wir dann nicht mehr so ganz zeitnah auf Kommentare im Spiel selbst eingehen werden. Das ist einfach dann leider dieser Situation geschuldet, dass wir im Voraus aufnehmen müssen. Auf die Kommentare antworten werde ich natürlich nach wie vor, wie gehabt, immer gerne und ich bin auch immer für Tipps dankbar, dann wird es halt etwas später erst umgesetzt werden können, aber natürlich werde ich es nach wie vor umsetzen, es hilft mir ja schließlich beim Überleben. Und insofern geht es da auch ordentlich weiter mit Path of Exile und sollte die Beyond League enden, kommt ja eine neue Liga und die werden wir uns dann natürlich auch anschauen. Ich bin da schon sehr gespannt und das Let's Play Path of Exile wird uns noch eine ganze Weile hier auf dem Kanal begleiten. Ja, begleitet hat uns auch schon sehr lange Starforge. Das ist ein recht spezielles Game, muss man es ja fast nennen. Es ist einerseits irgendwo genial und andererseits auch mit Potenzial für Frustrationsmomente, weil es teilweise noch verbuggt ist, ein bisschen hakelig in der Steuerung ist und man irgendwie immer dieses Gefühl hat, dieses Spiel ist nicht fertig. Auch wenn es sich Release-Version jetzt seit neuestem nennt, es ist nicht fertig und das ist echt schade. Daher habe ich so diese Befürchtung, dass mein Spaß an diesem Spiel nicht mehr so super lange halten wird. Vielleicht kriege ich nochmal einen Schub,
Und dann ziehen wir das Let's Play natürlich weiter, aber ich bin da recht rigoros. Wenn ich merke, ich habe keinen Bock mehr auf ein Spiel, dann höre ich auf. Und wenn es 1000 Views am Tag hat, ich muss Spaß an der Sache haben, nur dann kriege ich den auch rüber transportiert und kann ihn weitervermitteln. Das ist einfach so das A und O für mich. Und sonst merkt ihr auch sehr schnell, dass ich das nicht wirklich mit Herzblut spiele, sondern nur, weil es beliebt ist oder weil es ein AAA-Titel ist oder was weiß ich was. Es ist bei Starforge sowieso alles nicht der Fall, aber es ist auf jeden Fall jetzt so ein bisschen fraglich, ob ich da noch super lang Spaß haben werde. Vielleicht wird es bald dann dort einen Wandel geben. Ein bisschen weiter geht es auf jeden Fall noch. Ich werde auch noch ein, zwei neue Aufnahmesessions dazu machen und dann sehe ich mal weiter, wie meine Laune so ist. Ansonsten bin ich natürlich sehr gerne offen für Vorschläge im Bereich Sandbox und Survival Games, was ihr da gerne sehen würdet. Vielleicht habt ihr da Vorschläge, kennt vielleicht noch das ein oder andere Spiel, was mir noch nicht begegnet ist. Ich habe dann noch ein paar Spiele, die derzeit in der Entwicklung sind, im Auge. Beobachtet das. Es könnte allerdings noch ein bisschen dauern, bis diese rauskommen. Da müssen wir mal gucken. Mit Early Access Titeln bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, aber auch dort, wenn es dort gute gibt, bin ich natürlich nicht abgeneigt, die mal anzutesten. Torchlight ist letzte Let's Play quasi in unserer momentanen Reihe, die auf dem Kanal erscheint. Da habe ich jetzt zurzeit eine kleine Pause. Die ist einfach Zeitnot geschuldet, zum einen, zum anderen auch ein bisschen einer Erkältung von Matze, die er hatte, und dann konnte man nicht aufnehmen. Das ist mittlerweile zwar aus der Welt, die Erkältung zum Glück, aber das mit der Zeit ist dann so eine andere Sache. ArcheAge erscheint täglich, Path of Exile soll zukünftig täglich erscheinen, Starforge will auch noch aufgenommen werden und dann ist Torchlight irgendwo ein bisschen hinten runtergefallen. Hinzu kommt, dass mir der Charakter, der Berserker, nicht so richtig Spaß macht. Ich habe den irgendwie, glaube ich, nicht richtig gelevelt. Ich habe den vorher noch nie gespielt, wollte das im Let's Play mal ausprobieren, war vielleicht ein bisschen doof. Macht mir jetzt momentan keinen Spaß. Vielleicht habt ihr Tipps für mich, wie man den Berserker richtig levelt, so dass er ordentlich reinhaut und ein bisschen mehr aushält. Und ich habe irgendwie dauernd Mana-Probleme. Ansonsten muss ich mich da mal reinlesen, was ich da eventuell machen kann. Es wird aber nichtsdestotrotz mit Torchlight weitergehen. Das Spiel hat es verdient. Das macht auch Spaß auf jeden Fall, wenn denn das mit dem Charakter nicht so blöd wäre bei mir. Insofern werden wir das Let's Play weitermachen. Es kann sein, dass das noch so von heute an betrachtet 5, 6, vielleicht 7 Tage dauert, bis da die nächste Folge erscheint. Da müssen wir halt auch wieder einen Aufnahmetermin finden, Matze und ich zusammen. Und dann werden wir das entsprechend wieder ein bisschen vorproduzieren und dann nach und nach veröffentlichen. Aber es wird auf jeden Fall weitergehen bei Torchlight. Das ist ziemlich sicher. Ein bisschen Zeit müsst ihr halt eventuell noch mitbringen, bis da dann die nächste Folge erscheint. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Ja, ich glaube, das waren auch soweit alle Themen, die ich hatte. Nochmal der Aufruf, macht bei Facebook und bei Twitter mit. Das würde mich enorm freuen, dort ein bisschen mehr Zuspruch noch zu bekommen und mehr mit euch mich unterhalten zu können. Euch besser kennenzulernen, zu schauen, wer mir denn hier folgt, wer mich abonniert hat. Ich hätte einen riesen Spaß dran, ich hoffe ihr auch. Und ansonsten, selbst wenn ihr dort nicht zuschaut bei Facebook, ich hoffe bei YouTube bleibt ihr mir treu. Und wenn es irgendwann mal nicht passen sollte, was ihr seht und ihr Kritik habt, scheut euch nicht, das auch kundzutun. Nur dann kann ich es entsprechend anpassen. Und dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß hier auf dem Kanal. Und wir sehen uns dann oder hören uns dann bei einem der nächsten Let's Play Videos. Bis dahin, viel Spaß, macht's gut, ciao.